Leute, weiter jetzt mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir waren hier in der Arena von Saffronia City und wollen hier die Sabrina, wenn ich mich nicht täusche, herausfordern. Leitung Sabrina, genau. Und da machen wir jetzt weiter. Wir haben, glaube ich, hier schon den ersten besiegt. Genau. So, wie geht's unserem Pokémon? Auch Pummeluff ist leider besiegt. Oh, und sollte gegen Pipi getauscht werden. Ansonsten kann es ganz gut weitergehen. So, wie ihr bereits gemerkt habt, heute gibt es leider keine Tauschfolge. Mashok hat in der roten Edition, hat sich zwar entwickelt, also das Makula hat sich zu Mashok entwickelt, aber das eine Level hat es dann leider doch nicht mehr bekommen. Es wird also nach dieser Aufnahme, ich hoffe es, dass ich das hinkriege, denn diese Aufnahme hat jetzt nur 5 Folgen. Und auch in der roten Edition 5 Folgen. Und ich hoffe, dass in diesen 5 Folgen Makula ein Level abkriegt, damit ich dann die 6. Folge, also Folge 99 von beiden Editionen eine Tauschfolge wird. Und dann kommt er von beiden Editionen Folge 100 und dann geht's wieder ganz normal weiter. Ja, also machen wir weiter. Besiegen wir den. Machen dir unsere Psy-Kräfte Angst? Nein. Überhaupt nicht. Ich werde euch einfach fertig machen. Fertig. Psycho möchte kämpfen. Besitzt 4 Pokémon und setzt Kadabra ein. Los, Pipi. Komprimator. Boah, das Kadabra ist schneller als unser Pipi? Au. Blitz. Gesang. Hat keine Wirkung, Mist. Nochmal. Aber jetzt. So, Pipi, mach dieses Kadabra fertig. Es ist aufgewacht. Na dann. Ah, das wären jetzt noch. Das wären nur noch 2, vielleicht 3 Angriffe. Ich spiele mal auf Risiko. Aussetzer. Ja, okay. Das ist egal. Nein! Das ist unsere einzige Angriffsattacke. Dann machen wir einfach mit Komprimator weiter. Solange bis Pfund wieder frei... Ja, wird nicht mehr blockiert. Pfund. Pipi reicht über 30, juhu. Fleckmon. Pokémon wechseln? Nein. So, nochmal. Ach, Komprimator haben wir ja gerade gemacht. Wir machen trotzdem nochmal einen Komprimator. Ich finde das schön, Pipi ist schneller. Als dieses Fleckmon. Gesang. So, mach es mit Pfund fertig, Pipi. Ein Volltreffer, sehr schön. Ist aufgewacht, den greifen wir weiter an. Einfach weiter angreifen, Pipi. Ja! Pantimos kommt in den Kampf. Wir wechseln nicht. Komprimator. Oh, ist gegen Spezialattacken immun. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Gesang, bevor er Barriere macht. Naja, es war wenigstens nur eine Barriere. Und nochmal Blitz. So, Pfund. Nein, jetzt ist es aufgewacht. Gleich nochmal Gesang. Nein, es macht wieder Barriere. So. Das darf nicht noch mehr Barriere machen, sonst haben wir ein kleines Problem eventuell, dass uns vielleicht die Pfunde ausgehen.
Wir brauchen jetzt schon einige. Ach, wenigstens schläft es jetzt friedlich. Während es besiegt wird. Und von Pipi gedroschen wird. Ihr schläft immer noch so schön brav. Boah, ein Volltreffer, geil! Damit haben wir es jetzt besiegt. Pipi reicht Level 31, juhu! Und versucht Metronom zu erlernen. Wisst ihr was? Die Attacke möchte ich lernen. Und zwar werde ich dafür Gesang verlernen. So, Metronom macht nämlich folgendes. Von allen möglichen Attacken, die es im ganzen Spiel gibt, außer Metronom selbst, das wäre irgendwie sinnfrei, und Verzweifler, sucht es sich eine Attacke aus, das Metronom, und die wird ausgeführt. Das kann alles sein, das kann Finale sogar sein, das kann aber auch einfach nur ein Platscher sein, es kann auch Pfund sein, obwohl wir ihn haben, es kann alles sein, sogar ein Flammenwurf. Oh, der sollte uns nicht treffen. Das mag ich nicht, dass das daneben geht. So. So, wir machen jetzt mal einmal Metronom. Bin ich gespannt, was es wird. Ruckzucki. Sehr schön. Pfund. Und nochmal. Super. Wenn Psycho wurde besiegt. Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. 310 Pokédollar gewonnen. Psycho-Pokémon fürchten sich nur vor Käfern und Geistern. Und vor einem Pipi. Wie wir gerade gesehen haben. So, jetzt können wir die beiden wieder tauschen. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir mal hier durch und kämpfen jetzt gegen den hier. Die Pokémon in der Arena von Zafonia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Natürlich möchte ich das. Psycho möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und setzt Lamus ein. Level 8 und 3. Das ist mir zu hoch für Pipi. Turtok, du bist dran. Aquaknarre, das macht uns nichts. Rutenschlag. Blubber. Um die Initiative noch weiter zu senken. Ha, hat funktioniert. Und jetzt geht's weiter mit Biss. Oh. Wirkt leider nicht allzu gut, aber besser als die Aquaknarre von Namus an uns. Ach, wegen Heuler. Volltreffer, haha. Und Panzerschutz auch noch, das ist ja richtig fies. Dann hat es noch Aquaknarre und Kopfnuss. Besiegt. Psycho wurde besiegt. Ah! 380 Pokédollar gewonnen. Ich habe deine Gedanken gelesen. Und es hat dir trotzdem nichts gebracht. So, wo kommen wir dahin? Ah! So, das ist etwas, was ich irgendwie seltsam finde. In einer Arena mit Psycho-Pokémon gibt es jetzt Exorzisten mit Geister-Pokémon. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Oh ja. Exorzistin möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und setzt Alpollo ein. So, Pipi macht jetzt mal. Mit Metronom könnte es dagegen kämpfen, aber nein. Wir lassen Turtok dagegen kämpfen.
Traumfresser. Traumfresser ist eine äußerst starke Attacke gegen Pokémon, die schlafen. Wenn sie nicht schlafen, macht es gar nichts. Blubber. Aquaknarre. Ich verstehe nicht, warum dieser Apollo dauernd Traumfresser macht. Oder warum die Exorzistin da ihn dauernd Traumfresser machen lässt. Oh nein. Hypnose. Wach auf, Turtok, wach auf! Nein. Oh, Kung-Fu-Strahl, na toll. Komm schon, Turtok. Nein? Nochmal Kung-Fu-Strahl. Das gibt uns Chancen. Nein? Oh nein, Traumfresser. Traum gefressen, na toll. Und es heilt auch noch daran, das wusste ich gar nicht mehr. Nachtnebel. Nicht sehr gut. Au. Turtok, wach doch endlich mal auf. Okay, eventuell ist es jetzt besiegt. Nein, es lebt noch. Endlich ist aufgewacht. Aquaknarre. Nein, ist sie verwirrt? Das hatte ich ganz vergessen. Mist. Tauboga. Mach es fertig. Oh, das braucht noch ein bisschen. Komm schon, Tauboga. So, das war's. Ein Volltreffer, geil. Exorzistin wurde besiegt. Ich wusste es. 1140 Puck-Dollar erhalten. Meine Pokémon müssen stärkere Attacken lernen. Ja, sollten sie. So, die nächste Exorzistin. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Exorzistin möchte kämpfen, besitzt drei Pokémon und setzt Nebulak ein. So, ich mache jetzt erstmal mit Pipi einen Blitz. Mist. Halt, Moment mal. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich wechseln. Tauboga, du bist dran. Kung-Fu-Strahl. Ah, dann nehmen wir Flügelschlag und nicht Flug, Fliegen. Erstmal Sandwirbel. Mist. Sandwirbel. Komm schon, Tauboga. Verletz dich doch nicht die ganze Zeit selbst. Na, endlich. So. Flügelschlag. Oh, es ist nicht mehr verwirrt. Volltreffer. Nein, wir bleiben bei Flügelschlag. Komm schon, Tauboga. Ja! Gut gemacht. Pipi erreicht Level 32, super! Noch ein Nebulak. Wechseln. Da jetzt alle drei Level 23 sind, können wir auch gleich bei Tauboga bleiben. Fliegen! Oh nein. Das hatte ich ganz vergessen. Komm schon, Tauboga, du schaffst es nicht! Okay, Tauboga wurde besiegt. Ich hätte doch wechseln sollen. Naja. Und Trigaria, du bist dran. Schlafpuder. So, Wachstum. Ist aufgewacht. Rankenieb. Mal sehen, ob es ausreicht. Nein, es reicht nicht. Sie ist nicht effektiv, aber sie trifft wenigstens. Nochmal Schlafpuder.
Au. So, Wachstum. Wir machen jetzt noch 5-mal Wachstum, dann ist es maximiert und dann sollte auch der Rankenhieb ordentlich Schaden machen. Das Nibelock ist schneller als unser Ultrigarier. Krass. So, das ist jetzt das dritte Wachstum. 4-mal Wachstum. Fünfmal. Und jetzt der sechste. Also insgesamt 6. mit dem ersten eben. 5 weitere haben wir gemacht. Also insgesamt 6. So, und damit ist unsere Spezialfähigkeit jetzt maximiert. Rankenhieb. Nicht effektiv, aber immerhin trifft sie. Komm. Nein, nicht Konfusstrahl. Komm schon, Ultrigarier, besiege es! Nein. Nein! Wach auf, Ultrigarier! Na, mach schon. Jetzt macht der Schlecker. Ein Volltreffer. Au, das tat weh. Nachtnebel. Damit ist das Ultrigarier besiegt. So, wir haben noch ein Pokémon, mit dem wir gewinnen können. Pipi, los! Pipi schläft. Hatte ich irgendwie vergessen. Maschok, du bist dran. Hast du irgendeine Attacke? Karatschlag, Fußkrieg? Nein. Dann brauchen wir jetzt einen Beleber. Was ist... Achso, halt, das ist... So, Beleber. Turtok. Turtok ist wieder fit. Mach sie fertig, Turtok. Nachtnebel, nicht sehr gut. Vielleicht hätte ich Taboga wiederbeleben sollen, naja. Blubber! So, jetzt noch ein Apollo. Wir wechseln nicht. Aber Tutor kriegt jetzt erstmal einen Trank. Top-Trank nicht, super. Ja, ein super Trank. Nachtnebel. Ah, Turtok kennt noch ein paar aus. Blubber! Aquaknarre. Jetzt ist Turtok verwirrt. Egal, Turtok, du schaffst es. Aquaknarre. Ja! Noch einmal. Komm schon, Turtok. Nur noch dieser eine Angriff. Mist. Turtok! Ja! Damit haben wir gewonnen. Exorzistin wurde besiegt. Ich habe nun doch verloren. 990 Pokédollar erhalten. Ich ahnte, dass es passieren würde. So, ein paar Pokémon haben ein Level abbekommen. Nein, muss ich nichts tauschen. Okay. Wir gehen jetzt erstmal heilen. So, es gibt nämlich 2 Trainer, abgesehen von der Arena-Leiterin, die wir noch nicht besiegt haben. Okay, ich glaube, wir kommen hier raus, oder? Das wäre einer von den beiden Trainern. Da kommen wir raus. So, mit dem Fahrrad gleich weiter. Und einmal heilen. So, danke für die Heilung. Dann möchte ich kurz bei den Items nachsehen, ob wir was zum Ablegen hätten. Nein.
Halt mal, war dein Hypertrank ganz unten? Das ist aber falsch. So. Ah, Moment mal. So. Zack. Jetzt passt es wieder. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao, Leute.